Hi Leute, heute geht es darum, wie du die richtige Entscheidung triffst. Vor allem längerfristige Entscheidungen. Welche Ausbildung du anfangen möchtest, welches Studium du beginnst oder für welchen Job und welche Arbeit du dich entscheidest. Und zwar, was längerefristige Entscheidungen angeht, gibt es vor allem einen wichtigen Punkt, den du unbedingt beachten solltest. Und zwar, dass du dir für diese Entscheidung in Ruhe Zeit nimmst und ganz klar, unabhängig von äußeren Gegebenheiten, von Glaubenssätzen, von Ängsten, von finanziellen Gründen darüber nachdenkst. Was möchtest du wirklich den Rest deines Lebens in diese Welt bringen? Was möchtest du hier gestalten, kreieren und schaffen? Das heißt, du solltest dir mindestens 1 oder 2 Wochen Zeit nehmen, wenn du so eine Entscheidung triffst. Zum Beispiel gehst du hier an so einen wunderbaren Ort wie hier, irgendwo in die Natur, wo du Ruhe und Zeit für dich hast, und zwar mindestens 1 oder 2 Wochen. Jetzt kommt dir das vielleicht lange vor für so eine Entscheidung. Ohne Ablenkung 1 oder 2 Wochen. Aber du musst mal überlegen, wenn du jetzt eine falsche Entscheidung triffst oder nicht eine ganz richtige Entscheidung, dann kostet dich das vielleicht 3, 4, 5 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, was für eine Ausbildung und für ein Studium du da beginnst. Und wenn du dann merkst, oh, das ist nicht ganz das Richtige irgendwann, so dann hast du so viel Zeit verplempert. Deswegen such dir, wie gesagt, am besten einen ruhigen Ort und dort denkst du jetzt ohne Ablenkung darüber nach, was du den Rest deines Lebens tun würdest, auch wenn du zum Beispiel kein Geld dafür bekommen würdest. Beziehungsweise du kannst es umdrehen und dir vorstellen, hey, du hast alle finanziellen und materiellen Mittel zur Verfügung. Du kannst alles nutzen und walten, wie du möchtest. Mit was würdest du deine Zeit hier verbringen? Was möchtest du schaffen? Irgendeine Gemeinschaft, Community, möchtest du Häuser bauen, möchtest du Leuten helfen im Gesundheitsbereich? Was ist das, was du tun möchtest? Erinnere dich vielleicht auch mal dran zurück, was du als Kind gerne gemacht hast. Sport, möchtest du irgendjemanden Skifahren vermitteln oder was auch immer? Das ist ja ein Punkt. Und dabei gilt es eben zu beachten, dass du nicht auf diese Ängste hörst, die du selber eventuell hast, die du von der Gesellschaft übernommen hast oder von deiner Familie oder Freunden. Vergiss mal alles, was deine Familie und deine Freunde sagen. Die meinen es vielleicht nur gut, aber sie haben eben andere Vorstellungen. Hier geht es um dich. Hier geht es darum, was du machen möchtest. Und deine Freunde, deine Familie, deine Mutter, deine Eltern haben vielleicht ganz andere Vorstellungen, wenn du eine Ausbildung anfängst. Die wollen vielleicht, dass du Arzt wirst, Ingenieur oder sonstige Sachen. Und das ist auch eine Option. Die steht dir auch zur Verfügung. Wenn das genau das Richtige für dich ist, dann ist es perfekt und super. Dann solltest du das unbedingt machen. Aber nicht, weil es deine Eltern sagen oder dein Umfeld oder deine Freunde oder weil dir das Prestige oder finanzielle Freiheit bringt. Finanzielle Freiheit kriegst du auch durch andere Mittel. Mich zum Beispiel hat es selber viel Zeit gekostet, dementsprechend auch Geld, weil ich sehr spät jetzt auf den Weg dann gekommen bin, hier Seminare, Videos mache. Eigentlich habe ich Bauingenieurwissen studiert, habe auch im Ingenieurbüro gearbeitet, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es war nicht zu 100% meins, sondern nur zu 99% meins. Es war eben ein sicherer Weg,
der eben in der Gesellschaft ganz gut angesehen ist und eben ein normaler Weg über ein Studium. Aber den Weg, den ich jetzt gehe, der entspricht einfach noch mehr mir und ich bin absolut glücklich, jeden Tag das machen zu können, was ich gerade mache. Und es gibt keinen Feierabend mehr für mich. Ich brauche keinen Feierabend mehr. Alles ist Arbeit und nichts ist Arbeit für mich. Die Arbeit, die ich hier gerade mache, ist ein Vergnügen für mich. Danach gehe ich mit mehr Energie daraus als vorher. Ich freue mich, dass ich diese Arbeit machen darf. So. Und dieses Gefühl wünsche ich jedem, dass er wieder bei der Arbeit hat. Und nicht nur auf eine Arbeit geht, weil die Miete zahlt. Diese Stufe sollten wir überwinden und langsam vom Bewusstsein her dahin kommen, dass wir nicht mehr sagen, hey, wir handeln aus Angst, weil wir denken, irgendwie unsere Miete nicht mehr zahlen können. Wir sind in der Gesellschaft, in der Wohlstandsgesellschaft. Wir können uns heutzutage wirklich aussuchen, was wir und wie wir machen. Wir können da unglaublich kreativ sein. Wir haben unendliche Möglichkeiten heutzutage mit dem Internet, mit sonstigen Mitteln und Zwecken und Techniken und Technologie. Das heißt, überleg dir wirklich, was möchtest du machen, unabhängig von den Sorgen und Ängsten von deinen Eltern, Familien und Freunden. Wenn du dich darauf konzentrierst, dich da einarbeitest, Seminare besuchst oder sonstige Sachen, dann wirst du unabdingbar darin Experte. Du bildest dort einen Wissensschatz. Überleg dir doch mal solche Sachen wie zum Beispiel die Computer-Nerds, die in ihrer Familie dann schon bekannt sind, und dann geht jeder, der gerade ein Technikproblem hat, mit seinem PC zu dem hin. Und dann überlegst du nochmal, was fragen dich die Leute? Und dann geh doch da in die Selbstständigkeit, bau dir das langsam auf. Andere investieren 3, 4, 5 Jahre in ein Studium. Wenn du diese 3, 4, 5 Jahre in ein Selbststudium investierst, in diesem Bereich, dann kommst du auch so schnell voran. Vielleicht hilft dir aber auch ein Studium oder ein Seminar oder irgendein Zertifikat oder eine Ausbildung in dem Bereich. Überleg dir das genau. Also, da gibt es dann eben noch die Punkte zu beachten. Der erste war jetzt eben, was möchtest du wirklich machen? Der zweite ist, was wird auch gebraucht? Was wird gebraucht? Was ist wirklich, ja, was fragen dich die Leute dann in dem Bereich, wo dir auch Spaß macht? Und dann kombinierst du das, gehst immer weiter in die Richtung, gehst dem immer mehr nach. Und so kannst du deine Entscheidung treffen. Du kannst den ersten Schritt treffen. Vielleicht ist eine Ernährungsberaterausbildung gerade das Richtige für dich. Vielleicht ist gerade, ja, ein Studium für dich das Richtige. Aber triff diese Entscheidung in Ruhe. Nimm dir dazu 1 bis 2 Wochen Zeit und lass diese ganzen Ängste und Sorgen, wie gesagt, beiseite. Also wenn du noch konkrete Fragen dazu hast, dann kommentier bitte unter das Video. Mich würde es brennend interessieren, wo du da vielleicht noch hakst und vielleicht Sorgen oder Ängste hast. Ansonsten mach's gut und ich wünsche dir viel Spaß und Freude und hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Nimm dir die Zeit dazu. Mach's gut. Ciao.